Wir kommen zum Teller Qigong unter dem Motto Vital wie ein Drache und stabil wie ein Berg. Ich bin der Sören. Ich bin Alina. Und ich bin Celine. Wir fangen an mit einem kurzen Aufwärmprogramm und schütteln uns erstmal, um alles zu lockern. Die Muskeln, das Gewebe zu wärmen. Schwanken ein wenig links und rechts. Lockern die Schultern. Handgelenke, ein wenig um die Mitte schwingen, alles in Bewegung bringen, vielleicht auch mal ein wenig nach hinten und nach vorne schwanken, den Alltag abschütteln, das müde, feste, alte lösen. Die Beine noch mal lösen, auf ein Bein, das andere Bein ganz locker schwingen lassen. Und auch noch mal die andere Seite. Noch mal kurz intensivieren. Für dich kannst du natürlich gerne etwas länger schütteln, bis alle Spannungen aus dem Körper gewichen sind. Teil, einen Moment nachspüren, nachklingen lassen, das Schütteln und dann geht es weiter mit dem nächsten Teil der Vorbereitung des Aufwärmens. Genau, wir machen uns ans Klopfen. Dazu könnt ihr entweder eine lockere Faust nehmen oder so eine Dachziegelhand, die so ein bisschen hohl ist und dann einfach mal mit dem Gefühl etwas rauszuklopfen oder was Gutes reinzuklopfen nach unten zur Hand. Und außen wieder hoch, innen runter und außen wieder hoch. Sehr schön für die Durchblutung. Und dann auch mal über die Brust vorne ein bisschen trommeln, lockerer zur anderen Seite, innen runter, außen hoch. Nur so stark, wie es angenehm ist. Man könnte auch mal am Bauch locker klopfen. Genau. Den ganzen Rumpf. Auch an der Seite. Auch mal hinten, da könnt ihr auch die Handrückseiten nehmen. So hoch, wie es geht und bis zu den Nieren runter. Dann nehmen wir die Beine an der Außenseite runterklopfen und Innenseite wieder hoch. Auch hier an den Leisten ein bisschen reinklopfen, ein bisschen nachgeben. Dann wieder runter und hoch. Noch mal runter. Und hoch. Noch mal ein bisschen nachspüren. Und dann kommt Celine mit dem nächsten Teil. So, dann machen wir noch eine kleine Dehnung. Wir fangen an ganz klassisch die Arme nach oben. Gerne auch mal mit dem Kopf nach oben schauen. Und wenn ihr euch bereit fühlt, geht ihr mal zur rechten Seite. Dann langsam zur linken Seite. So dass sich die Seite richtig schön öffnet. Zurück in die Mitte und dann drehen wir uns mal. Und zur anderen Seite. Und wir kehren wieder zur Mitte zurück und drücken nach unten. So,
Und wenn wir genug gestreckt haben, lassen wir auch einfach mal aushängen nach unten. Schön die Schultern lösen, einfach hängen lassen. So. Und ganz langsam wieder hochrollen. Der Wirbelsäule ein bisschen Rast geben. So, und jetzt sind wir bereit, mit unseren Tellerübungen anzufangen. Dazu haben wir hier unsere kleinen Tellerchen. Die gehen nämlich nicht kaputt. Und wir fangen erstmal mit einer Hand an, der rechten Hand. Bewegen wir erstmal kreisförmig zum kleinen Finger. Also, dabei immer schön der Hand ausweichen und hinten den Rücken rund machen. So. Dann nochmal mit der anderen Hand. So. Es geht sehr gut mit Bildern. Ich stelle mir vor, ich bin am Buffet und hole mir immer mehr Teller. Jetzt können wir es auch mal mit beiden Händen gleichzeitig zu uns machen. Und wenn wir den Rücken hinten rund machen, gerne auch ein bisschen einsitzen. So, jetzt stehen wir nicht mehr am Buffet, jetzt bleiben wir stehen. Jetzt kellnern wir in die andere Richtung. Erstmal mit der rechten Hand in Richtung des Daumens kreisen. So. So. Und jetzt mit der anderen Hand. Und jetzt holen wir für alle Hochzeitsgäste ein Stück Kuchen. Einmal Torte für Oma und Opa, einmal für die Eltern. So, und das war schon die Grundlage für unsere Tellerübung. Genau, die Celine hat euch jetzt die Grundübungen von den Armen gezeigt. Jetzt verfeinern wir es noch nach und nach ein bisschen. Stellt euch wieder so schulterbreit ungefähr auf. Und holt nochmal die Teller ein und diesmal bringt ihr die Ellenbogen aneinander und die Knie, wenn es geht, auch zusammen. Dann könnt ihr schon merken, wie der Rücken hinter noch ein bisschen weiter aufmacht. Genau, einholen. Immer schön gleichmäßig. Rücken geht auf. Knie ein bisschen zusammenbringen, soweit es geht. Das Ausweichen am Bauch, wenn ihr die Teller Richtung Bauch bringt, führt dazu, dass so der Rücken hinten aufgeht, man sich ein bisschen nach hinten beugt. Und genießen. Lockern den unteren Rücken. So. Dann kommt ihr wieder in die Mitte. Jetzt machen wir eine Schwungübung. Kann man das Lasso nennen? Die Teller könnt ihr kurz zur Seite legen. Genau. Legt eine Hand hinten auf den Rücken, da wo wir gerade immer dieses Auf- und Zu gespürt haben. Und mit der anderen Hand macht ihr eine lockere Lasso-Übung. So. Das darf auch ruhig schön aussehen, sich geschmeidig anfühlen. Juhu.
Wieder schön dazwischen in die Knie gehen. Tief und strecken. Und wenn ihr merkt, dass der Arm schon ein bisschen schwer wird, wechseln wir über den Kopf. Und dann merkt ihr dann auch, hier geht es vorne auf. Abwechselnd werden Rücken und Vorderseite geöffnet. Macht sich auch super in der Disco. So, damit wir das jetzt gut verbinden können mit unseren Tellerübungen, kann man die Übung, die Selin vorhin gezeigt hat, anfangen und dann das Lasso hinten dran hängen. Das heißt, ihr könnt jetzt erstmal mit der offenen Hand einholen, dann unten durch und über den Kopf das Lasso machen. Einholen, unten durch, über den Kopf das Lasso. Zack. Im eigenen Rhythmus, eigenen Tempo. Da mobilisiert man die ganze Schulter. Ah, das tut gut. Einholen. Zack. Noch einmal auf dieser Seite. Und dann wieder nach unten kommen und die andere Seite. Einholen. Genau, man kann das auch mit dem Teller in der Hand machen. Einholen. Unten durch und über den Kopf. Einholen. Über den Kopf. Genau, ihr seht jetzt beim Sören, wie der Rücken da mobilisiert wird. Kriegt man auch ein bisschen Hitze. Aber noch einmal. Nehmen wieder meine beiden Säckchen zur Hand. Das Lasso kann man dann auch noch mal in die andere Richtung machen. Das heißt, man startet so ein bisschen so diagonal nach vorne, so schneiden, dann über den Kopf das Lasso so rumschwingen. Und dann unten durch wieder kommen lassen. Das ist so eine fließende Bewegung, die immer weitergehen kann. Vor, über den Kopf. Zack. Ihr merkt auch immer wieder in die Knie. Strecken. Und wieder unten ankommen. Soundeffekte gibt es hier kostenlos dazu. Schräg hoch. Ja, wie so ein Fliegerle. Zack. Schneiden, hochschrauben, über den Kopf und wieder ran. Schneiden, hoch, über den Kopf, wieder ran. Einfach laufen lassen, nicht zerdenken die Figur. Einmal auf dieser Seite. Und wieder rankommen. Dann machen wir das natürlich auch mit links. Das heißt, diagonal schneiden, fliegen lassen, über den Kopf und wieder ran. Schneiden, über den Kopf und wieder ran.
Merkt ihr auch, der ganze Körper ist da irgendwie involviert. Das ist auch sehr gut für die Koordination. So. Aber noch einmal. Und wieder ran. Dann übernimmt jetzt der Sören. Okay. Noch eine kleine Vorbereitungsübung. Wir sitzen uns ein wenig rein, im sogenannten Ma-Bu, und verlagern jetzt das Gewicht im Wechsel links, rechts und lassen die Teller laufen. Versuch schön sitzen zu bleiben, schön gerundet der Schritt, weit in die Diagonale zu schwingen. Kopf schön oben lassen. Wenn du möchtest, könntest du noch einen Teller auf den Kopf setzen. Genau. Dann merkst du, ob du schön aufrecht bleibst. Bleib schön auf einer Ebene. Sehr schöne Basisübung für Qigong, für Tai Chi. Die rechte Schulter geht zur linken Hüfte, die linke Schulter will zur rechten Hüfte und umgekehrt. Dehn dich aus, mach dich groß. Jawohl. Okay, dann haben wir schon, sind wir sehr gut vorbereitet jetzt. Die erste Tellerübung, den Teller kleinfingerwärts kreisen. Jetzt Konzentration ist auf die rechte Hand, die linke ist passiv. Wir gehen nach links, drehen ein nach rechts, verlagern nach links und schwingen über den Kopf, kommen zurück. Stopp. Umgekehrt, die linke Hand geht rechts. Gewicht links, eindrehen, Schwung und wieder ankommen. Jawohl, immer wieder schön sitzen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Jawohl, eine schöne Gewichtsverlagerung, deutlich verlagern. Deutlich zurück. Deutlich zurück. Genau, macht gar nichts, genau. Ja. Genau, einzeln. Man könnte dann auch später versuchen, das zu kombinieren, links, rechts. Aber erstmal schön sauber, einzeln, jede Seite für sich. Und noch einmal die linke Seite. Eindrehen. Jawohl, und ankommen, jawohl, gut. Kleinfingerwärts kreisen, zweite Variante, daumenwärts kreisen. Ja, wir gehen in die Diagonale, auch mit Gewichtsverlagerung. Der Daumen übernimmt die Führung. Auch wieder Gewicht verlagern, langer Arm, lang bleiben, über den Kopf wieder herunter, in die Ausgangsposition ankommen. In die Diagonale, Daumen übernimmt die Führung. Weit, lang bleiben, langer Arm. Über den Kopf und zurückschwingen. Ankommen, zack, sitzen. Eins, verlagern. Zwei, drei, Länge suchen. Und vier. Eins, zwei. Na, darf sich schon so ein bisschen dieses Spiralige im Körper entwickeln, dieses Gefühl, dieses Drachengefühl. Ne? Da haben wir dieses Vital wie ein Drache, diese Spiralkraft spüren, entwickeln, ne? Dieses Ringen, Winden. Jawohl, gut. Oh, nein, komm. Können noch mal zurück in den Schulterbreitenstand gehen. Nochmal, wir verbinden nochmal die beiden, die Übung von zu Beginn. Kreis nochmal ein, etwas kräftig. Und dann können wir hier versuchen, mal einzudrehen, beide Arme einzudrehen. Becken fallen zu lassen, beide Arme über den Kopf zu schwingen. Ja, für die Sportlichen unter euch, könnt versuchen, hier mal kräftig Vorderseite, Rückseite öffnen. Teller könnt ruhig runterfallen.
Und noch ein letztes Mal. Okay. Lösen, ankommen. Und kleine Abschlussübungen. Abschlussübung. Yin-Yang ausgleichen. Einfach öffnen. Schließen. Hände Richtung Leiste. Und dann öffnen. Und der Blick geht einmal nach links. Schließen. Einmal rechts. Schließen. Links. Rechts. Jawohl. Und noch ein letztes Mal. Links. Rechts. Jawohl. Und bleiben noch mal schön geöffnet wie eine große Waage. Einfach Yin und Yang ausgleichen, einfach hin und her schwanken, auch den Blick mal links und rechts. Gut. Und langsam sinken lassen, die Teller dezent zu Boden werfen, die Arme fallen lassen, nochmal einatmen. Aus, ne? Wieder etwas regulieren, zur Ruhe kommen nach den intensiven Tellerübungen. Ein, aus, ein, aus, jawohl. Und wir lassen zum Abschluss, lass deine Hände nochmal, die jetzt schön energetisiert sind, spür deine Hände, ne? Spür die Handflächen, lass einen kleinen Ball zwischen deinen Händen entstehen. Links, rechts, aber auch oben, unten, ganz gleich. Einfach mal probieren. Spür den kleinen Ball. Und jetzt lass uns den Ball nochmal ausdehnen mit deiner Atmung. Wie ein Luftballon ein. Aus. Ja, dein ganzer Körper darf zum Luftballon werden und sich ausdehnen und weiten in alle Richtungen. Und lass dann die Hände langsam sinken zum Tantien, zum Unterbauch. Einen kleinen Moment nachklingen lassen. Ja, vielleicht kannst du schon die Drachenkräfte in dir ein wenig spüren. So ein spiraliges, vitales Gefühl im Körper. Dann hast du gut geübt und die Übungen können ihre Wirkung entfalten. Genau, Sonne, Mond. Danke fürs Üben.